Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Revelations. Wir stehen ja vor einem Beginn der nächsten Sophia-Mission, wo ich ja halt den doch etwas kleinen, aber fiesen Cut gesetzt habe. Wobei fies, ich weiß ja nicht, ne? Ich meine, es war ja abzusehen, dass wir die Mission nicht mehr in dieser Folge spielen, sondern halt dann erst in der nächsten, also quasi jetzt nicht in der letzten Folge, sondern in dieser Folge, sondern halt, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich will nicht um den heißen Brei rumreden, sondern wir akzeptieren einfach mal die Mission und fangen an. Unbemerkt in den Hafen eindringen. Haben wir irgendwo irgendwen, den mal hier. Da, guck mal doch mal hier. Guck mal. Komm mit. So, ich will mal versuchen, so durchzukommen hier. Nein? Doch, wir sind so reingekommen. Sehr schön. Also nur gucken, dass wir irgendwo langlaufen, wo nicht allzu viele Wachen stehen. Beziehungsweise erstmal auf die Karte schauen, wo wir überhaupt hin müssten. Weil nicht, dass ich jetzt hier irgendwie voll in die falsche Richtung renne. Okay, da müssen wir hin. Ich glaube, ich werde dann versuchen, durchs Wasser zu gehen irgendwie. Mal schauen. Weil da unten stehen noch zwei Wachen. Mal gucken, ob ich die irgendwie ausgetrickst kriege, hier außen dran vorbeigelaufen komme. Und dann müssen wir da irgendwie auf das Boot. Wir müssen wohl hier auf dieses Schiff gelangen irgendwie. Zweite Dame auch noch hier runter oder möchte die zweite Dame nicht? Verschafft mir ein wenig Zeit, Mädels, wenn ich hier auf das Boot gelange. Oder ist auch einer drauf auf dem Schiff? Da oben auch? Okay. Die Mädels sind da wunderschön am Tanzen, das ist okay. Hallo, das ist eine Leiter. Wieso klettert die Leiter nicht einfach hoch? Einer weniger. Zwei weniger. So. Wo ist es denn, bitte schön, das Päckchen? Nein. Sophia Sartor. Perfetto.
und dann flüchten wir aus dem Gebiet. Ich würde sagen, wir gehen wieder hier vorne über die Mauer hoch. Und wir sind raus und haben das optionale Missionsziel auch erledigt. Sehr schön. Und können uns somit dann auf den Weg zu Sophia machen. Und das Päckchen abgeben. Sehr schön. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hat ja besser geklappt wie erwartet. Gut, dann. Ja. Mal schauen, was Sophia für uns bereithält an Informationen. Wir haben noch 180 Meter zurückzulegen, zu Fuß. Ja, zu Fuß wohlgemerkt, denn Reiten ist in diesem Teil nicht möglich. Es gibt keine Pferde. Das war ja somit die große Revolution, sag ich mal, Erneuerung, Neuheit bei Brotherhood. Dass man da quasi zu Pferd unterwegs sein konnte, weil ich, aber ich meine, Rom, es war ja auch gigantisch, das Gebiet, ne? Es war ja doch wirklich gigantisch groß. Und hier ist es ja doch eher in Grenzen. Ist halt mehr so das städtische. So. Aber wir gehen jetzt mal hier rein. Salute, Ezio. Glück gehabt? Madame Miguela Sofia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, no? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergebt mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. So, wir haben also den ersten Standort eines Buches. Sehr schön. Dann, würde ich doch mal behaupten, kümmern wir uns doch direkt um das Buch, oder? Bevor wir uns dann hier weiter der Hauptmission widmen, kümmern wir uns zunächst mal um das Buch. Ja, doch. Doch, doch, doch. Das machen wir. Wir kümmern uns erstmal um das Buch. Um diese Festungen können wir uns immer noch kümmern von den Templern. Die laufen uns ja nicht weg. Oh, das ist hier oben. Es ist über uns. Aber ein sehr schöner Garten hier. Gefällt mir. Na dann gehen wir mal nach hier oben. Oder müssen wir jetzt ganz hoch klettern? Tatsache, wir müssen ganz hoch klettern. Okay, dann klettern wir ganz hoch.
Mal schauen, was wir hier machen dürfen. Machen sollen. Nach ganz, sogar wirklich nach ganz oben. Okay. Na, soll uns nicht weiter stören. Wir klettern einfach mal den Turm hinauf. Zeichen und Symbole Teil 1. Nicolo Polo hat ein Buch in der Nähe der Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Masyaf-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Drücken Sie V, um Ihren Adlersinn zu aktivieren und die richtigen Polo-Symbole zu finden, die Sie zum Versteck des Buches führen. Nein? Ja. Das Buch in Besitz nehmen. Wo ist hier, da. Einmal tief fallen, bitte. Schwupps. Und dann erklimmen wir doch nochmal die Hagia Sophia. Ich meine, wir waren zwar schon mal da oben drauf. Aber es schadet ja nicht, dass sie zu wiederholen. Kommen wir hier irgendwie hoch? Jawohl, hier kommen wir hoch. Sehr gut. Wunderbar. Eine lose Platte im Dach. Und darunter versteckt ein Buch. Ja, das schaut wirklich alt aus. Die Gesandtschaft in Konstantinopel von Liutprand von Cremona wurde gefunden. Perfekt. Wir haben unser erstes Buch. Super. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nun gut. Stellt sich nur die Frage, was machen wir jetzt noch weiterhin? Wir sind gerade auf der Hagia Sophia unterwegs. Dort oben ist noch ein Animus-Fragment. Das möchte ich doch ganz gerne noch haben. Also erklimmen wir noch schnell diesen Turm. Mal noch schnell diesen Turm erklimmen. Ja, komm, kletter da hoch, genau. Danke, Ezio. Haben wir schon 31 von 100 Fragmenten gefunden. Sehr gut. Meint ihr, ich kann von hier aus wieder dann in den Rosenbusch springen? Hier unten in den Busch springen oder in den Heuwagen? Was meint ihr? Ich versuche einfach mal den Heuwagen. Okay, er wählt automatisch hier unten diesen Strauch. Sehr gut. Was tun? Wir sind jetzt hier in diesem Gebiet. Ich würde sagen... Hier, Bücher. Wir kümmern uns um die Bücher, oder? Sammeln wir erstmal ein paar Bücher ein? Ich würde sagen, ja. Ach, da haben wir noch ein Animus-Fragment, alles klar. Wir sammeln hier erstmal noch ein paar Bücher ein. Wir spielen heute mal ein wenig den Bücherwurm. Ich meine, wenn wir schon mal die Option haben, die Möglichkeit haben, die Bücher zu sammeln, warum sollten wir diese nicht nutzen? Was macht ihr da? Macht euch das Spaß? Oh ja, es macht mir Spaß, euch anzubumsen, Milady. Also, anzubumsen im Sinne von, anrempeln. Nicht das, was ihr schon wieder denkt.
Immer diese Ferkeleien. Wir suchen weiter in die Bücher. Wo dürfen wir hin? Auf diese Säule dürfen wir. Okay. So soll es geschehen. Am Hippodrom auf die Säule klettern. Und wir sind oben. Da ist es. Oder? Sollte es doch sein. Ja. Sogar das zweite Symbol diesmal direkt erwischt, wie eben gerade bei der Sophia auch. So, plündern wir noch kurz die Schatztruhe. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Welches Buch haben wir gesammelt? Was treibt dein Mann dazu, sich so die Reisen des Marco Polo. Okay. Es geht um Frau. Und das nächste Buch. Auf geht's. Ja, ich habe jetzt gerade mal ein wenig Lust, den Bücherwurm zu spielen. Weil es gibt so viel nebenbei noch zu tun bei Assassin's Creed, das finde ich so toll. Das ist nahezu das, was mir wirklich Spaß macht bei dem Spiel. Dass man nicht einfach nur stumpf irgendwie wo lang rennen muss, einfach durch einen Schlauch quasi durchrennen muss und eine Story, eine Mission nach der nächsten absolviert, sondern dass man sich auch nebenbei beschäftigen kann. Und das ist ein großer Teil an Spiel, was für mich ein gutes Spiel ausmacht, dass man auch nebenbei Beschäftigung hat. So. Und damit rennen wir jetzt einmal quer durch die Stadt. Von A nach C über B, um dann von dort nach D zu kommen. Da kommen wir leider nicht hoch. Alles klar, dann nehmen wir hier die Treppe. Und da ist ein Taschendieb. Wo ist der? Er ist über uns. Sieht gefährlich aus. So. Hey, kein Grund überzuschnappen. Jochbe! Karisin, ich habe nichts damit zu tun. Habe ich euch irgendwas getan, Herr? So. Ich glaube, das Geld haben wir uns beschafft, oder? Sollte doch, ja. So, wo müssen wir hin? Wo ist das Symbol? Vizimeter? Links von uns irgendwo? Ich glaube, sind wir hier oben drauf falsch, oder? Da müssen wir bestimmt drauf. Auf diese Säule, oder? Ja, da oben drauf sollen wir. Alles klar. Und das nächste Buch. Sehr schön. So, wo haben wir es denn? Direkt auf Anhieb das Richtige gefunden? Na, das nenne ich doch mal ein Adlerauge. Für 32.000? Nein. Hier so eine Dinger kaufe ich noch nicht. Ich will erstmal meine Geschäfte aufrichten, aufbauen. Um mir halt quasi mein Geldfluss so beizubehalten.
und wenn dann das Geld richtig fließt, dann kann man sich drum kümmern, hier diese Ruinen zu kaufen. So, das nächste Buch halten wir. Und ein weiteres in der Sammlung befindet sich nicht allzu weit entfernt von uns, nämlich hier. Und ich dachte immer mit ihm einfach. Also, was ist denn in den gefahren? Heiligen Sion, er wird noch jemanden verletzen. Noch 100 Meter? Komm, wir gehen über die Dächer. Haben wir sowieso klettern müssen irgendwann. Begeben wir uns schon mal auf eine etwas höhere Ebene. So, und dann müssen wir gleich ein bisschen nach links. Ja, sehr schön. Gerade noch so festgepackt. Oh, da auf dem Turm ist noch ein Fragment. Und dann klettern wir mal auf diesen Turm. Ey, hallo. Danke. Gib mir mal Ausschrank, dankeschön. Wo haben wir Polo-Symbole? Dort ist ein Polo-Symbol. Oh, auch direkt auf Anhieb das Richtige gefunden. Hier auch noch einmal plündern. Und ein weiteres Polo-Buch geholt. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier unten. Ich würde sagen, irgendwie muss es doch möglich sein, hier irgendwie reinzukommen in den Bereich. Ich werde mal versuchen, mich irgendwie an diesen Aussichtspunkt. Ja, den werde ich mir noch mitnehmen. Weil irgendwie muss man doch über die Mauern kommen. Autsch. Das war ein wenig tief. Weil es muss doch möglich sein, machbar sein, da irgendwie reinzukommen in das Gebiet. Komm ich da drauf? Springt er dann da drauf oder springt er daneben? Er springt daneben, alles klar. Hey, hör auf, Ezio. So, dann schauen wir doch mal, ob er da irgendwie... Durch das Tor kommen wir nicht. Wow, Hilfe! Würde ich sonst in der Gegend rumhängen, wenn ich Geld hätte für euch? Mensch, ich hab doch nichts. Ich hab nur 40.000 irgendwas auf der Tasche. Mir scheint, das Gebiet ist sowieso noch gesperrt für uns, also brauchen wir da noch gar nicht hinzugehen. Stattdessen
du die Bank? Du bist die Bank. Renovieren wir mal die Bank. Renovieren wir mal ein paar Gebäude noch hier in der Gegend. Geben wir nochmal unser Geld ab. Nochmal 6000 Florin abgehoben, sehr schön. Und dann gucken wir noch bei dem Schmied. Hat der Schmied was Neues? Ja, hey, kaufen. Die will ich auch noch kurz und das ist erstmal das Letzte. Weil dann ist unser Bekanntheitsstatus fast voll. Da muss ich dann erstmal so ein paar Herolde bestechen, so ein oder zwei. Nur die angesehensten Kunden beehren. Dann möchte ich euch gleich erstmal ein paar Herolde bestechen. So, alles repariert erstmal. Lederstiefel sind gekauft. Für mehr Leben. Und den Brustschutz kaufen wir auch noch. Sehr gut. Was Neues an Waffen? Streithammer des Söldners. Streitkolben des Heerführers. Ein französisches Bastardschwert. Brauchen wir da auch eine schwere Schwertscheide für? Ich glaube, das wäre dann auch wieder noch das nächste. Die nächste Investition sein. Arabische Dolch. Kaufen oder nicht kaufen? Dann geht das zum Standard-Stilett. Ich meine, wir kämpfen sowieso nicht mit den Kurzwaffen. So. Kurz auf die Karte schauen. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, einen Herold bestechen. Und dann brauche ich auch noch einen Schneider. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg wieder hier hoch. Zu dieser Templarfeste, wo der Feigling sich versteckt. Na, lass los. Machen wir uns auf den Weg zu der Templarfeste und hoffen, dass wir unterwegs einen Herold finden.